Herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne mal einen Sembo Technik Geländewagen vorstellen. Der hat die Produktnummer 701990 und besteht aus 1630 Teilen in der Farbe Blau. Das hier ist die motorisierte Variante, die zwei XL-Motoren hat, die beide auf die Hinterachse gehen, also es ist ein reiner Heckantrieb, ein Servomotor für die Lenkung und eine Akkubox samt Fernbedienung. Und Ladekabel. Ja, die Fernbedienung ist erwähnenswert, weil die ist nicht zu vergleichen mit der von zum Beispiel Mold King oder Kada, denn hier ist die Fernbedienung. Was mich bei Kada besonders stört, ist, Kada hat nur für die Lenkung nach oben oder unten Auto. Man baut hier seitlich dieses wackelige Lenkrad an. Mold King hat immerhin Tasten, aber was die hier gemacht haben, man kann das drehen. Das heißt, man hat einen festen Pin, den man ordentlich zur Seite lenken kann. Das finde ich, da könnten sich die anderen Hersteller ruhig mal was abgucken. Finde ich persönlich die beste Lösung. Also selbst wenn man dann die Fernbedienung für irgendwas anderes brauchen möchte, wo man halt nicht seitlich, dann kann man das halt wieder zurückdrehen, nach oben oder unten, so wie es einem gerade passt. Ansonsten könnte man noch vier verschiedene Kanäle durchschalten, aber da wir hier eh nur Antrieb und Lenkung haben, kann man das einmal eingestellt lassen und dann funktioniert das. Ja, so viel zur Fernbedienung. Kommen wir zum Auto. Das Auto hat, ja, nennen wir es mal Funktionen. Also man kann die Türen öffnen, das ist ja eigentlich Standard. Ja, die Seitenspiegel kann man anklappen und man kann hinten auf der Ladefläche die Klappe auf- und zumachen. Ansonsten ist das ganze Modell ordentlich gefedert. Vorne pro Seite zwei Federn mit Einzelradaufhängung und hinten ist die komplette Achse pro Seite mit einem straffen Stoßdämpfer gefedert. Das funktioniert auch und da gibt es also keine Probleme. Die sind auch jetzt nicht extrem weich oder so, dass sie durchhängen. Also die haben wirklich schon Schmackes, dass man halt wirklich auch mal draußen rumfahren kann. Das passt wunderbar. Ja, ansonsten, ich hatte mit den Teilen gar keine Probleme, also die Qualität ist top, die Pins passen alle wunderbar, die Achsen greifen, da die sind nicht zu straff, nicht zu weich, also ich hatte nicht das nichts, dass irgendwo mal irgendwas zu locker ist oder dass man Gewalt braucht, um das richtig reinzubekommen. Das hat also wunderbar funktioniert, der ganze Zusammenbau an sich hat sehr viel Spaß gemacht, das ist auch ein sehr durchdachtes Modell, was ich jetzt so von Sembo auch noch nicht kenne. Also ich habe angefangen mit diesen kleinen Pullback-Autos. Da waren ja teilweise wackeligste Konstruktionen dabei. Das hier ist also alles absolut stabil. Das kann man nicht vergleichen. Sembo hat, glaube ich, auch bisher nur drei größere Technikmodelle gehabt. Das ist das einzige, was eine Akkubox hat. Die anderen beiden, glaube ich, einmal ein Audi und ein Ferrari. Die sind beide, glaube ich, noch mit Batterieboxen und Infrarotempfängern. Ich habe die nicht, also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich kenne es nur von Produktbildern, da sieht das zumindest so aus. Der hat halt wirklich schon, wenn es die motorisierte Variante ist, die Akkubox drin. Noch ein Unterschied zur motorisierten, zur statischen Version. Die motorisierte hat fürs Heck noch ein Boot. Ich weiß nicht, warum sie die in der statischen Version nicht dabei haben. Das wird dann hier hinten. Auf der Ladefläche sind 2x2 Pins und da wird dann das Boot einfach draufgeklickt. Aber bei uns zu Hause ist es halt so, dass der Sohn das meistens in der Wanne hat. Von daher braucht man das nicht so. Was man auch noch als Besonderheit, oder was heißt Besonderheit, was ich persönlich sehr vorteilhaft finde, ist bei diesem Modell, die Motoren, die sind innerhalb von 2-3 Minuten ein- oder ausgebaut. Also laut Anleitung kommen die eher am Schluss rein. Und die zwei XL-Motoren sind hier jeweils mit zwei Pins einfach nur aufgesteckt. Die halten auch, also da gibt es keine Probleme. Und der Servomotor wird halt vorher reingesteckt. Den hat man halt auch, nimmt man hier die zwei Pins raus. Und dann kommt man an den Servomotor ran, kann ihn rausnehmen. Finde ich persönlich super, weil man will nicht ständig alle Modelle mit extra Motoren. Also ich möchte das zumindest nicht extra kaufen. Und so, wenn ich damit fahre, habe ich die Motoren drin. Dann, wenn man halt vielleicht ein, zwei andere Autos noch hat, kann man die Motoren in kürzester Zeit rausnehmen und für was anderes verwenden, ohne gleich das komplette Modell auseinanderzunehmen, weil die Motoren irgendwo im Inneren komplett verbaut sind, dass man da eigentlich nicht rankommt. Was man hier auch gut sieht,
Die beiden XL-Motoren gehen auf große Zahnräder, die dann in der Mitte auf ein kleines führen. Das Ding hat Speed. Also eigentlich die großen haben zwar Drehmoment, aber eigentlich wenig Umdrehung pro Minute. Und durch die Übersetzung wird er halt doch recht flink. Also mit dem kann man auch schon mal ordentlich fahren. Hinten ist eigentlich ein Differential verbaut, aber das haben sie gesperrt. Also wenn man hier guckt, die Räder drehen sich alle mit. Da sind keine Zahnräder drin, die das Differential arbeiten lassen. Ist halt ein Geländewagen, da macht das halt auch durchaus Sinn. Und man kann damit auch wirklich draußen fahren. Mal gucken, ich werde dann am Ende vielleicht noch ein paar Fahraufnahmen einmal drin, einmal draußen machen. Der fährt auch auf einer Buckelpiste oder auf nicht unbedingt frisch gemähten Rasen. Der bleibt da nicht hängen, der hat genug Kraft und dass er sich da auch durchkämpfen kann. Ja, wie gesagt, Teile alle top, Farbe auch. Also ich habe hier keine einzige Farbabweichung gefunden. Das Einzige, was man vielleicht erwähnen könnte, ist, wenn man jetzt hier oben guckt, die Angusspunkte, die leuchten alle relativ hell heraus. Die sind zwar super klein, aber ja, man kann es erwähnen, dass die doch sichtbar sind. Ansonsten, die Seitenschweller sind nicht nur einfach grau, die haben so einen leichten metallischen Schimmer. Ich weiß nicht, ja doch, man sieht es eigentlich relativ gut im Licht, dass die ein bisschen glänzen. Ja, was man auch sagen kann, also es ist ein 1A-Spielmodell. Mein Sohn, der wird jetzt 5. Der fährt damit auch gerne mal rum und knallt irgendwo gegen. Also der bricht nicht sofort auseinander. Das Einzige, was ab und zu mal abfällt, sind die Deko-Teile hinten. Und zwar die zwei Lampen und vorne der komplette Lampenverbund. Das kann man auch am Stück eigentlich abnehmen. Meistens, wenn er das erste Mal abgenommen, irgendwo gegengefahren hat und abgefallen ist, nehme ich es halt komplett raus. Und dann sieht er immer noch gut aus, fährt alles wunderbar und dann kann er halt auch mal gegen Wände, Ecken und irgendwo gegenknallen, ohne dass die Lampen halt immer abfallen. Ja, es soll ein Ford Raptor darstellen, aber Sembo hat halt keine Lizenz. In dem Fall haben sie es dann Farol Robtar genannt. Aber letztendlich, das wird alles durch Aufkleber geklärt. Wer die Aufkleber nicht dran macht, hat halt einen schönen blauen Pickup-Truck. Und wer möchte, kann sich auch noch die Aufkleber draufklatschen. Das wären dann die. Die sind dann auch wieder teilweise metallisch vorne. Oder halt jetzt hier für die Kopfstützen, für die Motorhaube oder hinten kommt nochmal auf den Kotflügel in der Namensschriftzug. Ich habe die halt alle nicht drauf gemacht, weil ich das nicht brauche. Den einzigen Aufkleber, den ich wirklich verwendet habe, ist vorne auf der Front. Und das hat den Hintergrund, wie ich ja gesagt habe, das sind Systemsteine. Und wenn man da zu sehr gegen der Wand knallt, dann fallen die halt ab. Und die Fliesen haben einen langen Aufkleber drüber, der hält die Partie wunderbar zusammen, dass das als ein Stück abgeht, sollte es abfallen und nicht das einzelne Fliesen rumgehen. Das bringt halt noch mal ein bisschen mehr Halt. Darum habe ich den einen drauf, aber nicht wegen der Optik, sondern einfach nur aus Funktion. Ansonsten, wie gesagt, das Modell, das ist stabil. Da passiert ansonsten nichts, solange man halt nicht wirklich massiv gegen Ecken knallt oder Kinder da mit irgendwelchen Unsinn machen. Ja, lasst mich kurz gucken, was kann ich noch dazu sagen? Ja, die Bauanleitung, 1600 Teile, es sind 160 Seiten. Da passiert also schon ein bisschen was. Ja, gleich am Anfang, wenn man da guckt, da sollte man jetzt nicht unbedingt kompletter Anfänger sein, sondern vielleicht schon mal ein, zwei Modelle gebaut haben und vielleicht auch gutes Licht haben, damit man das wunderbar sieht. Ansonsten, ja, es passiert halt ein bisschen mehr als bei den Einsteigermodellen aus Dänemark. Ja, aber ansonsten, die Bauschritte sind alle gut erklärt. Es sind immer Angaben, wie lang die Teile sein müssen. Also man kann da eigentlich nicht wirklich viel falsch machen, wenn man schon mal ein bisschen Technik gebaut hat. Ja, am Ende sieht man dann halt, wie die Motorisierung angebracht wird. Da sieht man auch ziemlich einfach. Es ist halt wirklich sehr einfach. Man braucht da nicht erst irgendwas wieder abbauen oder wieder dran bauen, sondern man steckt die Motoren dran. Dann kommt die Akkubox rein, Pins rein. Es ist halt wirklich sehr, sehr einfach, die Motoren ein- und auszubauen und dann wieder zu verwenden. Ja, die Akkubox ist auch hier in der Mitte angebracht. Man hat ein schönes Dachfenster, da kommt man wunderbar an den An- und Ausknopf. Oh, da seht ihr das Blinken. Und an das Ladekabel oder das Ladekabel kann man auch gleich wunderbar anstecken. Das passt also auch super. Jo.
habe ich eigentlich alles dazu gesagt. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren sagen, ob ihr noch irgendwas anderes zu dem Modell sagen könnt oder irgendwelche Fragen habt. Und dann können wir da ja noch ein bisschen schnacken. Ansonsten kommen jetzt gleich noch ein paar Fahraufnahmen und ja, da sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, erste Video, mal gucken, kommen vielleicht noch ein paar andere. Ich wünsche euch einen schönen Tag.